Viertel nach fünf, Radio Bielefeld mit Dirk Slüter, der Montagnachmittag in eurem Lieblingsradio. Und immer in der Vorweihnachtszeit cruisen sie auf ihren Harleys durch Bielefeld und ganz OWL und sammeln für die Aktion Lichtblicke unsere Weihnachtsmänner Frank und Rocky. Viele von euch werden die Harley-Weihnachtsmänner schon gesehen haben. Ja, auch bei uns auf dem Radio Bielefeld Weihnachtsmarkt kommen sie in jedem Jahr vorbei. Der eine in rotem Weihnachtsmannkostüm, der andere in blauem Weihnachtsmannkostüm. Ihre Maschinen, wirklich die Harleys, wunderbar geschmückt mit Lichterketten und Stoffelch. Das ist jetzt das siebte Jahr gewesen. Ja, das höchste war mal irgendwas bei 5.000. Das war schon eine stolze Summe, wird aber gleich mehr, denn die Spendendose für die Aktion Lichtblicke, die haben sie immer mit dabei. Kinder dürfen sich auch auf die Motorräder setzen und Bilder machen und wenn einer was gibt, ist es in Ordnung, wenn keiner gibt, ist es auch in Ordnung oder was weiß ich da. Aber die Leute sind alle wirklich zufrieden, die spenden, die schmeißen da Geld in die Dose. Jeder gibt das, was er gerne kann. Tja, und dieses Jahr haben wirklich sehr viele von euch sehr viel Geld in die Lichtblicke-Spendendose von Frank und Rocky geworfen. Ja, das war gewaltig. Also wir haben uns selber gewundert. Also 7.751 Euro ist schon eine Marke. Die Harley-Weihnachtsmänner sind baff und das zu Recht. Wir auch so ein bisschen, ne? Und gemeinsam sagen wir auf jeden Fall danke fürs Spenden und danke natürlich an Frank und Rocky, die wieder als Harley-Weihnachtsmänner durch die Region gecruised sind, auf Weihnachtsmärkte, in Kindergärten, zu Weihnachtsfeiern und zu Geschäftsfreunden. Und das alles eben mit der Spendensammlung für unsere Aktion Lichtblicke.